Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallapfelbaum Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es ist 4 Uhr morgens und leider müssen wir Baschi schon aufwecken. Denn er hat noch zu tun. Wir wollen ja auch demnächst irgendwann mal wieder befördert werden. Wobei ich glaube, heute müsste das klappen. Ich glaube, dafür, dass er heute nicht befördert wird, müsste er sich mehr anstrengen als dafür, dass er befördert wird. Auf jeden Fall möchte ich, dass er sein Forschungsheft liest. Dann, ich weiß nicht, ob wir dann da noch einen besseren Smiley hinkriegen, aber wir müssen das versuchen. Wir brauchen ja auch Geld für die Renovierung und ich muss immer noch gucken, ob wir unseren Kredit schon zurückgezahlt haben. Haben wir den? Ich glaube, vielleicht haben wir ihn teilweise schon zurückgezahlt, aber ich kann mich nicht erinnern. Und der Mod hat ja leider nach dem Umzug nicht mehr so wirklich funktioniert, deswegen ist mir da ein bisschen so die Übersicht abhanden gekommen. Aber ich dachte mir, vielleicht schauen wir einfach, dass wir die ganzen 30.000 zurückzahlen und der Teil, den wir vielleicht schon zurückgezahlt haben, ist dann Zinsen oder so? Irgendwie so. Ah, okay, Frieda ist auch schon wach. Frieda, warum bist du denn schon wach? Es ist noch nicht mal 5 Uhr morgens. Okay, ich sag nichts, ich sag nichts. Dann gehen wir in die Küche und machen uns was zum Frühstück. Haben wir noch was übrig? Oh nein, ich habe vergessen, oh Mist, ich habe den Truthahn nicht in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt ist der schlecht. Ja gut, dann machen wir den mal weg. Aber wir haben auch noch Pfannkuchen, Kuchen und Waffeln. Sehr gut, da fällt mir ein. Wie sieht es denn im Garten aus? Haben wir den gestern, ich kann mich nicht erinnern, haben wir den schon irgendwie gepflegt oder so? Ich glaube schon, doch. Doch, ich glaube, ich meine, ich kann mich erinnern. Hoffe ich. Mein Gehirn ist ja ein bisschen langsam. Oh, Lilly geht's auch nicht so gut, glaube ich. Was machst du denn? Oh, sie schläft. Oh, wie süß. Ah ja, genau. Hab ich euch das schon gezeigt? Ich glaube nicht. Ich habe diesen Zugbausatz weggemacht, weil der war irgendwie langweilig. Und dafür habe ich ein Hundebett für Lilly hier hingelegt. Und jetzt kann sie hier schlafen. Das ist total süß. Das finde ich ultra süß. Sie hat jetzt da ein Hundebett und in, wie heißt unser ältestes Kind? Felix? Nein, Quatsch. Felix war. Oh, Lars. Lars hat auch ein Hundebett in seinem Zimmer. Also Lilly kann sich da aussuchen, wo sie hin möchte. Nur bei den Zwillingen ist noch keins, aber. Ach, wer ist denn da schon wach? Aaron! Warum stehen die denn alle so früh auf? Ich bin total beeindruckt. Und etwas besorgt. Okay, dann holst du dir Waffeln. Nee, habe ich jetzt auch Kuchen oder was? Egal. Du kannst dir auch Waffeln holen. Ach, und ich brauche noch einen Schachtisch, sehe ich gerade. Ja, gut. Den kaufe ich vielleicht, wenn die Jungs alle in der Schule sind, weil jetzt im Moment akut werden wir die nicht benötigen. Weil es ist eh Freitag, dann können sie am Wochenende können sie den benutzen. Was ist eigentlich mit dem Kühlschrank? Sieht der immer so aus? Ist das ein Spiegel vorne dran? Müsste der nicht eigentlich spiegeln? Habe ich das ausgeschaltet? Ich glaube, ich habe euch im letzten Video ja schon meine Einstellungen gezeigt. Aber nur für den Fall, dass jemand nicht gesehen hat und sich aber dafür interessiert. Hier sind meine Grafikeinstellungen aktuell. Ich habe die alle ein bisschen runtergesetzt. Einfach damit es besser läuft, bis ich endlich meinen neuen PC kaufen kann. Ich freue mich da so drauf. Ich freue mich da so drauf. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil meine Laptop-Kühlung einfach am Arsch ist. Der kühlt einfach nicht richtig. Ich könnte darauf ein Spiegelei braten. Deswegen, ja, freue ich mich darauf schon sehr. Und bald haben wir es geschafft. Wir sind schon bei fast 900 Abonnenten. Ich bin total aufgeregt, muss ich sagen. So, Bashi hat, wie es aussieht, sein Forschungsheft gelesen. Hast du es fertig gelesen? Ja, aber an dem Smiley hat sich nichts verändert. Das ist ein bisschen traurig. Ich hatte mehr von dir erwartet. Was machst du denn? Überschwänglicher Kuss. Oh, ich dachte schon, sie hat es abgelehnt. Oh, cute. Richtig cute. Sehr schön, dass die beiden sich noch so gut verstehen. Ich dachte mir auch, wir können heute. Sind jetzt noch 2 Tage bis Barschis Geburtstag. Und ich dachte mir, wir haben ja immer noch diesen Altersstopptrank. Ich dachte mir, den könnten wir ihm heute vielleicht einflößen. Weil dann kann ich es nämlich nicht mehr vergessen. Am Ende vergesse ich es sonst total. Und dann hat der Geburtstag und ist doch dann ein Senior. Und das wäre ein bisschen doof. Nachdem wir das jetzt so lange geplant haben. Was machen wir denn jetzt noch mit dir, Barschi? Wir könnten frühstücken oder wir gehen ins Bad. Komm, wir gehen ins Bad. Mach dich mal frisch und dann kannst du mit deinem neuen Auto losbrausen. Ich liebe es so sehr. Ich finde ihn so schön. Ich finde, er ist so putzig. Ich weiß noch, wir hatten früher. Sag mal, die Grastextur sieht aber komisch aus. Sind das meine neuen Grafikeinstellungen? Das sieht ja aus. Oh mein Gott, das sieht aus wie Sims 4. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Vielleicht stelle ich die doch wieder hoch. Auf jeden Fall hatten wir, glaube ich, als ich. Wie alt war ich in der Grundschule, Kindergarten, sowas? Da hatten wir 2 VW-Busse, leider nicht so alte, sondern eher so. Welches Modell ist das dann? T6? Ich weiß es gar nicht.
Aber wir hatten einen in Gelb und einen in Hellblau und da musste ich die ganze Zeit dran denken. Die waren nicht so cool wie der hier, aber sie waren auch trotzdem ziemlich cool, muss ich sagen. So, hängt mein Spiel jetzt schon wieder. Komm schon. Ich finde es so frustrierend im Moment und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, mein Laptop hat einfach Stimmungsschwankungen und manchmal läuft es ultra gut ohne Grund und manchmal läuft es aber ohne Grund dann ultra schlecht und ja, naja. Basche geht jetzt arbeiten und bringt hoffentlich eine Beförderung auf Level 7 nach Hause. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bin sehr gespannt. Die Jungs müssen bald in die Schule. Habt ihr irgendwelche besonderen Wünsche? Oh. Pirk möchte mit seinem Papa reden und er möchte mit ihm Freundschaft schließen. Ah, ist das sad. Oh, die Familienbeziehungen sind halt echt nicht so gut. Das finde ich so traurig. Was macht Frieda? Frieda hat sich ein Buch geholt. Was liest du denn Schönes? Wirtschaftsrecht. Das gute alte Wirtschaftsrecht hat sie wieder rausgekramt. Okay. Ich denke, ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt erst das Bild fertig malen. Ich glaube, wir malen erst das Bild fertig. Weil ich muss zugeben, das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist ein bisschen weird. Aber mal das mal fertig, Frieda, weil dann können wir es verkaufen gehen. Dann kommt auch wieder Money in die Kasse. Und das können wir immer brauchen. Ich weiß immer noch nicht, wer dieses komische Herz hier gemalt hat, aber das hauen wir jetzt mal weg. Der Schulbus ist da. Wo hat er geparkt? Okay. Auf einmal geht das, oder was? Als hätte der Busfahrer gehört. Oh, es ist eine Busfahrerin. Als hätte sie gehört, was ich über ihr Parking, über ihr Parken gesagt habe. Aber eine nette Mütze hat sie auf. So. Dann gucken wir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft noch schlechter, als bevor ich die Grafikeinstellungen runtergesetzt habe. Das ist ein bisschen seltsam, oder? Aber zumindest haben wir jetzt keine Probleme mehr, dass alle raus zum Schulbus kommen. Nein. Dankeschön. Nachdem wir hier neue Türen gesetzt haben und das Grundstück auch hingezäunt haben. Das war echt ein bisschen traurig. So. Wen habe ich vergessen? Rosie. Was macht Rosie eigentlich? Nichts. Sie steht nur rum. Ja, du kannst dir auch was zu essen holen. Es ist wirklich ein bisschen tragisch, dass sie gerade nicht mehr so viel zu tun hat. Ich habe schon überlegt, ob sie sich einen Job suchen soll, aber ist irgendwie so ungeniehaft. Und Lilly, du solltest vielleicht aufwachen. Du bist sehr hungrig. Du bist sehr, sehr hungrig. Komm mal hier rüber und hol dir was aus deinem Futternapf. Der ist nämlich voll. Ich sag's nur. Ich hab's ja gesagt, die sind einfach nicht gut darauf, sich um ihre, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Ach nee, und jetzt kommen schon wieder Rechnungen. Ich habe das Gefühl, ich krieg so viele Rechnungen. Riley Blake, vielen Dank auch, vielen Dank. Was? Bashir? Die Mühen von Bashir und seine gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Er hat eine Gehaltserhöhung von 16 Simoleons in der Stunde erhalten. Ich kann nicht lesen. Cool, sehr, sehr cool. Also er verdient gutes Geld, da kann man jetzt nichts sagen. Er verdient schon nicht schlecht. Okay, und ich möchte auch befördert werden. Das logge ich jetzt mal ein, weil das ist ein sehr guter Wunsch und ich hoffe, den können wir heute gleich erfüllen. Und Rosie, du könntest hier die Post holen. Ach, sind das gar keine Rechnungen, sondern nur, vielleicht sind das Geschenke. Oho. So, und wenn Rosie jetzt mal rüberkommen würde, ich will nämlich wissen, was wir in der Post bekommen haben. Komm schon. Yay. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Ach, okay. Es ist nur das neue Buch, das Frieda geschrieben hat. Naja. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, dann haben sie wenigstens genug Lesematerial. Aber ich muss sagen, ich finde das Bild, das sie malt, echt ein bisschen befremdlich. Ich habe hier so einen Painting-Overhaul-Mod drin und irgendwie... Das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Dieses Bild habe ich einfach noch nie gesehen. Wie geht's, Lilly? Ich habe sie bellen gehört. Ach komm schon, was soll das denn? Zumindest ist sie nicht mehr hungrig, aber sie... was ist das denn? Durchgeknallt. Lilly kann der Versuchung nicht länger widerstehen. Sie gibt sich ab jetzt nicht mehr mit einfachem Kauen zufrieden. Es sei denn, in deiner Vorstellung wäre Kauen gleichbedeutend mit Zerstören. Haben wir Spielzeug für sie irgendwo? Habe ich nicht wenigstens einen Ball oder so? Habe ich nicht? Sorry. Das habe ich wohl irgendwie übersehen. Dann kümmern wir uns darum nochmal ganz kurz. Was brauchen wir? Wir kaufen auf jeden Fall einen Ball. Den platziere ich jetzt mal hier neben ihrer Hundehütte, wenn mein Spiel mich lässt. Und dann, aber es gibt halt echt nicht so viel Auswahl. Das finde ich super traurig, dass es halt nicht so viel Spielzeug für Hunde gibt. Das ist echt ein bisschen sad. Ich stelle das mal jetzt hier neben die Haustür. Genau. Ja, und da kann sie sich dann was rausnehmen. Ups.
Und dann sollte die Zerstörungswut hoffentlich in den Griff zu bekommen sein, bevor sie irgendwie meine Teppiche zerknabbert oder meine Stühle anfrisst. So, los, komm, jetzt hol dir was zum Spiel. Ich habe dir ganz tolle neue Sachen gekauft. Ja, sie holt sich ein Spielzeug. Guter Hund, guter, guter Hund. Oh. Das ist so süß. Was macht der Zeitungsjunge in meinem Haus? Eric? Das ist Hausfriedensbruch. Was möchte sie noch? Fernsehen. Ja, du kannst gerne Fernsehen. Du kannst auch gerne ein Loch graben. Du kannst auch gerne... Oh mein Gott. Das ist so süß, wenn die sich so auf den... Oh mein Gott. Das ist so süß, wenn sie sich auf den Rücken drehen. Okay. So, Frieda. Wie sieht's bei dir aus? Oh, ich glaube, wir müssen eine Pipi-Pause einlegen. Mach das mal ganz kurz. Ach ja, und ich will auch gucken, was die Kinder in der Schule machen. Zum Beispiel... Ich pause über ganz kurz. Lars kennt ja schon ein paar Leute. Zum Beispiel kennt er Jason Morgan und Stephanie Lundgren. Okay, mit denen möchte ich, dass du sprichst. Und die anderen drei, kennen die irgendjemanden? Ja, sie kennen Haley. Ja, mit der könnt ihr... Redet einfach. Unterhaltet euch mit euren Freunden. Ich hoffe, dass demnächst mal mehr Kinder auch hier in der Nachbarschaft auftauchen. Weil das würde mir die Sache erleichtern. Ist irgendwie ein bisschen traurig, dass sie alle keine Freunde haben. Sag mal, Frieda, meinst du nicht, dass das andere Klo eventuell näher gewesen wäre? Ah, wobei, nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, das schenkt sich gar nichts. Ob sie jetzt das hier drüben benutzt oder das? Na gut, na gut. Aber dann kannst du jetzt dein Bild fertig machen, bitteschön. Ich will es auch mal ganz kurz checken. Sie hat bisher 16 Bilder gemalt. Okay. Und das teuerste war ohne Titel für 1771 Simoleons. Insgesamt hat sie schon fast 12.000 Simoleons mit Malen verdient. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht übel. Ein wissenschaftliches Projekt für Lars Haugland. Das wissenschaftliche Institut hat sich bereit erklärt, für ein Fischprojekt mit der Schule zusammenzuarbeiten. Dummerweise ist der Vorrat an Fischen momentan ziemlich knapp und du wurdest gebeten, einen Fisch zum Institut zu bringen, bevor das Experiment beginnt. Brauchen wir das? Ich weiß nicht, wie seine Noten aussehen. Ich nehme das mal an. Nee, wir brauchen das nicht. Gut, dann sparen wir uns den zusätzlichen Stress, weil seine Noten sind eh ultra gut. Wann hat er den Geburtstag? Er hat noch eine ganze Woche Zeit. Ja. Gar kein Problem, gar kein Problem. Er wird safe richtig gut aufwachsen. Und dann weiß ich noch nicht genau, wie wir weitermachen. Ob wir ihn rausschmeißen oder suchen wir ihm eine Freundin. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wie läuft es bei Barschi? Seine Leistung steigt zumindest. Warum ist seine Laune so schlecht? Weil er Hunger hat? Ist doch was. Die haben doch bestimmt einen Snackautomaten oder eine Cafeteria oder sonst irgendwas. Naja, wird schon. Ich glaube an ihn. Oh. Ich glaube an ihn. Malte geht's auch nicht so gut. Oh ja, auch Hunger. Okay. Und Lars hat keinen Spaß. Ich möchte Megan freundschaftlich begrüßen. Wer ist denn Megan? Woher kennst du die? Aber sie ist hübsch. Sie gefällt mir. Ich kann sie seine zukünftige Freundin werden. Okay, ich mache das mal kurz ein bisschen schneller. Bis wir endlich mit diesem Bild fertig sind. Dann bringen wir es gleich ins, wie heißt das, Kommissionslager. Und dann hoffentlich können wir es heute direkt verkaufen. Na, komm schon. Alter, diese nicht routbaren Sim-Meldungen immer. Ich glaube, die kann man auch irgendwie ausschalten, aber ehrlich gesagt bin ich zu faul, um nach der Funktion zu suchen. Aber wenn das so weitergeht, dann mache ich das vielleicht doch. Gleich sind wir fertig. Komm schon, Frieda. Wieso dauert das so lange? Nein. Schulfreunde für Birk Haugland. Das klingt interessant. Der Vertrauenslehrer hat heute Morgen in einer Lautsprecherdurchsage alle Schüler darüber informiert, dass ein neues Freundschaftssystem eingeführt wird. Das System soll Schüler belohnen, die Freundschaften zu anderen Schülern aufbauen. Gewinne Haley morgen als Freundin, um deine Schulleistung zu verbessern. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Die sollen ja eh Freunde finden. So, Frieda hat das Gemälde endlich fertiggestellt. Es ist brillant und der Wert liegt bei 1107. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... naja. Mal sehen. Ich meine, ich schätze mal, dass wir es dann eh für mehr verkaufen, als es tatsächlich wert ist.
Das ist der große Vorteil am Kommissionslager. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Wie praktisch. Nach der Schule geht Haley morgen mit zu Birk Haugland nach Hause. Wer hatte jetzt nochmal die... War das Birk oder war das Aaron, der die Gelegenheit bekommen hat? Nee, es ist auch Birk. Perfekt. Dann muss ich ja gar nicht viel machen. Ich muss mich einfach nur mit ihr unterhalten. Sehr gut. Ich muss sagen, mich nervt das schon echt hier, diese Grastextur. Das sieht echt kacke aus. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, welche Einstellung dafür verantwortlich ist. Ich muss noch mal ganz kurz reinschauen. Ist es vielleicht Baumdetail? Weil, also Texturendetail kann es nicht sein. Vielleicht hat... Oder die visuellen Effekte. Ich weiß es nicht. Ich werde mal ein bisschen, bisschen rumprobieren. So, wir sind angekommen. Dann gehen wir hier an die Kasse. Schon wieder irgendjemand nicht rootbar. I don't care. Ich will hier nur mein Bild verkaufen, dann gehe ich wieder. Sieht auch ultra begeistert aus. So, Kommissionieren. Großes Gemälde. Dankeschön. Was haben wir hier so im Angebot? Irgendwas Interessantes? Mumitorium. Und hier zwei Sachen, die keine Ahnung, was das ist. Was macht eigentlich Mumitorium? Weiß das jemand von euch? Hat das irgendwelche bestimmten Qualitäten? Irgendwas Besonderes? Ich glaube, es gibt ein Metall oder war das ein Edelstein? Den kann man dann irgendwo hinlegen und der wächst, habe ich gehört. Ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert. War das Tiberium? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es war Tiberium. Aber Mumitorium? Davon habe ich noch nie irgendwas Besonderes gehört. Okay, perfekt. Die Jungs sind zu Hause. Wo ist Birk? Da ist Birk. Wo ist deine Freundin Haley? Da. Nee, das sind seine Brüder. Aber wo ist Haley? Ich dachte, die sollte mit nach Hause kommen. Das stand doch da, oder? Die müsste auch eigentlich irgendwo hier sein. Ich muss sie nur finden. Aaron? Malte? Wo ist die denn? Ich habe keine Ahnung, wo die sich rumtreibt. Erster Stock. Oh, da ist ja auch irgendwie nichts, ne? Es lohnt sich nicht wirklich, da hochzustreuen. Noch nicht, noch nicht. Irgendwann. Irgendwann wird dieses Haus voll sein. Wahrscheinlich dann, wenn wir fertig sind mit dem Let's Play. Oh mein Gott, ich habe eine Pfütze entdeckt. Lilly, hast du da hingemacht? Nee, oder? Ah nee, Quatsch, da wollte ich nicht draufklicken. Ich wollte sehen, ob ich sie dafür schimpfen kann, aber ich fürchte, das ist schon zu lang her. Mist, das ist... Ich habe Haley gefunden. No. Okay, dann werden wir jetzt uns mal Haley widmen. Und gucken, ob wir mit ihr heute schon Freundschaft schließen können. Das wäre nämlich super praktisch. Dann hat zumindest Birk schon mal eine Freundin. Sehr gut. So, und ich glaube, Frieda kommt gerade nach Hause. Sehr gut. Dann, was machen wir denn mit Frieda? Du kannst erstmal duschen gehen. Und dann könntest du Mittagessen machen. Und zwar machen wir... Hamburger. Das ist doch ein gutes Essen. Nein, jetzt komm. Du kannst doch da locker vorbeigehen. Du kannst locker da vorbeikommen. Frieda, bitte stell dich nicht vor. Oh mein Gott, Barshi ist fertig mit der Arbeit. Bitte sag, dass du befördert worden bist. Bitte, 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 Barshi, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wer ist das denn? Justin Page. Okay, er hat auf jeden Fall 1200 Simoleons verdient. Da kommt er raus. Und? Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Er wurde tatsächlich befördert. Aber er sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Ich dachte, er sollte irgendwie glücklicher aussehen. Aber vielleicht hat er einfach... Oh, wow, er sieht auch ein bisschen alt aus. Wer ist das? Kann ich noch nicht sehen. Auf jeden Fall... Oh, er hat echt viele Wünsche. Wurde er befördert und ist nun Tierradiologist. Das Röntgen ist deine Aufgabe und es ist dein Job, noch mehr Erfahrung zu sammeln. Du bist für alle Röntgenaufnahmen in der Praxis verantwortlich. Nicht verwechseln. Und er verdient nun 188 Simoleons in der Stunde und arbeitet noch länger als vorher? Von 7 bis 17 Uhr. Puh, ist das legal? Oh, wie shit. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Der arme Kerl. Aber zumindest hat er jetzt Wochenende. Oh. Armer Barshi, wir müssen
Nee, weißt du was, Barschi? Du musst jetzt noch nicht nach Hause gehen. Er wünscht sich eh, seine Athletikfähigkeit zu verbessern. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in dieses wunderschöne Fitnessstudio. Ich finde, das ist echt so toll gemacht. Ich liebe diese Welt. Ich liebe sie sehr. Und dann kannst du hier ein bisschen trainieren. Tu ein bisschen was für dich und deinen Körper. Dann fühlst du dich gleich besser. Und dann werden wir an unseren Logikfähigkeiten arbeiten müssen übers Wochenende, glaube ich. Aber ich freue mich voll, dass er befördert wurde. Das ist echt cool. Frieda ist immer noch nicht weitergekommen. Weißt du was, Frieda? Teleportier dich bitte einfach hier rein. Danke. Kein Bock mehr, kein Bock mehr. Und dann machen wir aber trotzdem Hamburger. So, wie läuft's bei euch beiden? Ganz gut eigentlich, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Was können wir noch? Wir könnten tratschen? Nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal mit ihr Hausaufgaben. Wie sieht's hier aus? Der Esstisch ist schon wieder voll. Also nicht. Ja, da liegt schon wieder Wirtschaftsrecht rum. Wir machen jetzt mit ihr Hausaufgaben, weil ich glaube, das verbessert auch die Beziehung. Man sieht voll süße Kleidchen an, die ist total putzig. Ich glaube allerdings auch tatsächlich, dass ich die irgendwann mal selber erstellt habe. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber ich meine, ich habe die Familie irgendwann mal erstellt und dann habe ich sie einfach hier einziehen lassen, weil hier keiner gewohnt hat. Haley? Nice. Ah, da kommt sie. Perfekt. Perfekt. Wie süß. Oh mein Gott, vielleicht kommt Birk auch mal mit Haley zusammen. Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen früh, um darüber nachzudenken. Aber das wäre doch ultra cute. Das wäre doch super cute. Wer niest denn da im Hintergrund so laut? Hast du das, Lars? Oh ja, er ist verkeimt. Lars fühlt sich ein bisschen ansteckender als sonst. Ich sag mal nix. Was ist das? Eine Frage der Rhetorik. Das örtliche Büro würde sich sehr freuen, wenn du dort vorbeikommen und einen kleinen Vortrag zum Thema Rhetorik und Konversationshilfen halten würdest. Eine Zeit wurde ebenfalls schon festgesetzt, also lauf schnell zum Büro, halte deine Rede und kassiere das Geld, das sie dir für deine Mühen zahlen. Für Barsche? Ja. Wie sieht's aus, Barsche? Vielleicht machen wir das morgen. Ich hätte gern, dass er jetzt erstmal noch seinen Athletikwunsch erfüllt, ehrlich gesagt. Oh, und dann möchte ich ihm gerne dieses Elixier einflößen, diesen Altersstopptrank. Damit ich das nicht vergessen kann, weil ich kenne mich. Ich vergesse alles. Lars macht Sport. Nee, Lars macht jetzt mal ganz kurz keinen Sport. Ich hätte gerne, dass du duschen gehst. Da müssen wir halt Rosie kurz aus dem Badezimmer vertreiben. Die macht eh irgendwie nichts anderes, als vor dem Spiegel zu stehen und ihr eigenes Gesicht irgendwie zu. Weiß ich auch nicht, was sie da genau macht. Vielleicht sucht sie nach Falten? Who knows? Who knows? Muss jetzt auf jeden Fall das Badezimmer verlassen. Tut mir sehr leid. Genau. Und dann möchte ich gerne, dass er noch ein bisschen Klavier spielt, denn er möchte ja Level 4 erreichen. Wie geht's hier voran? Das geht tatsächlich langsamer, als ich dachte. Ich dachte, dass sie beim Hausaufgaben viel schneller eine Beziehung aufbauen. Das singt total typisch. Frieda hat noch nicht mal das Abendessen fertig, aber Birk seine Hausaufgaben schon. Na gut. Bashi hat jetzt sein neues Fähigkeitenlevel in der Athletik erreicht. Dann kannst du jetzt Schluss machen. Wer ist das? Brianna Phillips. Das ist ein wunderschöner Katzenpulli, den du da anhast. So, Bashi. Nein, ich wollte noch ein Bild machen. Ich wollte ihn bei seinem Workout eigentlich fotografieren. Naja, zu spät. Das kommt davon. Aber jetzt trinkst du bitte erstmal deinen Altersstopptrank. Davon muss ich jetzt aber ein Bild haben. Hä? Warum wird denn da die Wand dahinter schwarz? Ach so, nee, hä? Keine Ahnung, was das gerade war. So, zieh dir mal bitte den Altersstopptrank rein. Dann sind wir schon mal safe. Okay. Das Alter von Barschi wurde eingefroren. Er wird erst älter, wenn er einen Geburtstagskuchen verwendet.
Perfekt, dann haben wir das schon mal geschafft und er kann jetzt sogar trotzdem noch den Vortrag halten. Wir sind noch nicht zu spät dran. Und er möchte ein Trainingsgerät im Wert von mindestens 750 Simoleons kaufen und Level 4 der Athletikfähigkeit erreichen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben genug Geld dafür und wir haben definitiv genug Platz dafür. Oh, und das Abendessen ist fertig. Sehr gut. Ich stelle da jetzt einfach mal kurz so ein Trainingsgerät in den ersten Stock. Ich meine, für jetzt für so einen voll ausgebauten Fitnessraum haben wir jetzt vielleicht noch nicht genug Geld. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Erstmal so ein Gerät reicht auch. Und zwar nehmen wir mal die Ranklotzstation. Ja, die finde ich ganz schick eigentlich. Vielleicht brauchen wir noch eine Lampe. Ah, wobei. Kaufe ich später. Das kaufe ich später. Aber dann ist der Wunsch schon mal erfüllt und dann können wir jetzt... Bashir steht echt auf Sport zurzeit, kann das sein? Naja, kann er jetzt auf jeden Fall übers Wochenende ein bisschen trainieren und natürlich seine Logikfähigkeiten verbessern. Wie sieht's hier aus? Braucht irgendjemand noch Abendessen? Oh ja. Gut, aber das können sie sich dann. Das können sie sich dann selber holen. Die Hamburger sind auf jeden Fall fertig und stehen zur Abholung bereit. Und wir sind auch erstmal fertig. Was für eine smooth Überleitung. Ich bin begeistert. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich plane übrigens für bald eine neue World Review. Allerdings werde ich das bis nächsten Mittwoch, also quasi morgen, noch nicht schaffen. Aber nächste Woche wird dann wahrscheinlich eine kommen. Ich bin auch gerade am Suchen nach einer neuen Welt. Und zwar suche ich nach einer kleineren Welt, weil die einfach besser laufen und weil ich darauf hingewiesen wurde, dass bisher eher große Welten dabei waren. Deswegen hoffe ich, dass ich eine coole Welt finde, die ihr euch alle runterladen könnt und die dann ohne Probleme läuft. Ich kann nicht sprechen. Genau, das wollte ich euch nur Bescheid sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann bald wieder mit einem neuen Video. Bis dann, tschüss!